Yo, was geht ab, Leute? Team Hubble hier. Heute mit einer Top 10 Liste. Und zwar zu Ritualmonstern. Bevor jetzt dann bald die Necroth Monster rauskommen, bringe ich euch heute nochmal die Top 10 der Ritualmonster, die es bisher gibt. Ich muss sagen, die Liste war echt schwer zu machen, weil die Ritualmonster einfach scheiße sind, man. Es war echt schwer, überhaupt 10 zu finden. Deswegen, die Necrosmonster waren echt nötig für die Ritualmechanik im Spiel. Platz Nummer 10 haben wir Ewigishki Soul Ogre. Sein Effekt ist, du kannst ein Gishki-Monster discarden, um eine offene Karte vom Gegner zu wählen und die zurück ins Deck zu mischen. Also nicht schlecht. Selber Effekt wie Castell ungefähr. Außer, dass du halt 1 abwerfen musst. Und 2-8 ATK, 2-8 Defense. Dann haben wir Platz Nummer 9, Saphira, die Queen of Dragons. Ihr Effekt ist, in der Runde, in der sie Ritual beschworen wurde, wo dein Lichtmonster von deiner Hand oder deinem Deck auf den Friedhof geht, kannst du in der Endrunde, also Endphase, einen dieser drei Effekte aktivieren. Entweder ziehst du 2 Karten und dann wirst du eine ab, oder du discardest eine Karte vom Gegner, oder du kannst ein Lichtmonster von deinem Friedhof deiner Hand hinzufügen. Hat 2-5 ATK und 2-4 Death. Auf Platz Nummer 8 haben wir Gishki Zielgigas. Sein Effekt ist, einmal pro Runde kannst du 1000 Life zahlen, eine Karte ziehen und sie herzeigen. Und wenn es ein Gishki-Monster ist, kannst du eine Karte auf dem Feld zurück ins Deck mischen. Also so ähnlich wie dieser Ogre auf Platz 10. Eben halt besser, weil du statt eine Karte abzuwerfen sogar eine Karte ziehen darfst. Und 3-2 ATK sind auch nicht schlecht. Obwohl 0 Defense, aber das ist egal. Dann auf Platz Nummer 7 haben wir Malakoda, Netherlord of the Burning Abyss. Der ist relativ neu, hat noch kaum Spiel gesehen, also ich habe ihn noch in keinem Deck gesehen. Aber von all denen auf der Liste hat er, glaube ich, noch das meiste Potenzial, überhaupt gespielt zu werden. Und sein Effekt ist einmal pro Runde. In beiden Runden kannst du ein Burning Abyss Monster von deiner Hand auf den Friedhof schicken und dann ein offenes Monster wählen von deinem Gegner. Der verliert ATK und Defense in der Höhe von der ATK und Defense des abgeworfenen Monsters bis zur Endphase. Und wenn er vom Feld auf den Friedhof geht, kannst du eine Karte auf dem Feld wählen und sie auf den Friedhof senden. Hat 2-7 ATK und 2-2 Death. Also Effekt ist eigentlich nicht schlecht, aber im Vergleich halt zu Virgil und Dante halt schwächer. Deswegen wird er bisher noch nicht gespielt, aber hat Potenzial. Dann auf Platz 6 haben wir Demise, King of Armageddon. Relativ alte Karte, deshalb auch ihr Effekt eher schwach für heutige Tage, aber zu der Zeit war es echt stark. Du kannst 2000 Lebenspunkte zahlen und das Feld zerstören. Hat 2-4 ATK und 2000 Death. Auf Platz Nummer 5 haben wir Herald of Ultimateness. Er hat eigentlich denselben Effekt wie Herald, nur kann er auch Beschwörungen negieren, was ihn eigentlich besser macht, aber er hat halt mehr Sterne, also ist es schwer, ihn zu beschwören. Deswegen hat er, glaube ich, auch noch kein Spiel gesehen. Auf Platz Nummer 4 haben wir Ewigishki Mind August. Der ist limitiert sogar. Sein Effekt ist, wenn er beschworen wird, Ritual beschworen wird, kannst du bis zu 5 Karten aus den Friedhöfen beider Spieler wählen und die zurück ins Deck mischen. So konnte man damit ein paar Kombos machen und irgendwelche Endlos-Loops. Deswegen auf 1 limitiert. Dann auf Platz 3. Die Karte ist auch auf 1 limitiert. Haben wir Ewigishki Ghostkraken. Wenn er Ritual beschworen wird, kannst du 2 Karten von der Hand deines Gegners anschauen und eine davon zurück ins Deck mischen. Mit dem konnte man auch ein paar Loops machen, Handkarten-Loop und die Hand des Gegners discarden. Deswegen zu Recht auf Platz 3 und zu Recht limitiert. Dann auf Platz 2 haben wir das Opfer, auf Englisch Relinquished. Das Monster ist richtig alt, aber immer noch eines der stärksten Ritualmonster. Einmal pro Runde kannst du ein Monster von deinem Gegner wählen und es an Relinquished ausrüsten. Es kann halt maximal eine Ausrüstung haben, also ein Monster saugen. Und die ATK und Defense von dem gesaugten Monster werden zudem von Relinquished. Und wenn es zerstört werden würde, kannst du stattdessen das gesaugte Monster zerstören. Und jeder Kampfschaden, den du erhalten würdest, erhält dein Gegner auch. Also viele Effekte, relativ stark. Und deswegen auf Platz 2. Auf Platz 1 haben wir Herald of Perfection. Von den ganzen Ritualmonstern war er der einzige, der wirklich gespielt wurde. In Metadecks, also auf Turnieren und so. Und sein Effekt ist, dass er Zauberfallen und Monstereffekte negieren kann, indem du ein Feenmonster von deiner Hand auf den Friedhof wirfst. Und der Effekt wird negiert und die Karte wird dann zerstört.
Also, wie gesagt, bisher der einzige von denen, die echt spielbar war. Deswegen auf Platz 1. Und wie ihr sehen könnt, Ritualmonster echt schwach. Deswegen wird Nick Cross die Ritualmonster echt unterstützen, echt stärken. Weil die echt vom Effekt her und von der Stärke auf einem ganz anderen Level sind. Wenn ich dann nach denen, die rauskommen, einen Top 10 machen würde, würde, glaube ich, die ganze Top 10 nur Nick Cross Monster sein. Das war die Top 10 der Ritualmonster. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, liken, hinterlassen einen Kommentar und subscriben, wäre geil. Ansonsten schaut uns andere Videos an und ciao, Leute.